Ja, willkommen in Absurdistan. Ich stehe da echt vor einem Geister-Christkindlmarkt. Ja, es sind zwar lauter Standeln da, aber die Idioten wollen nicht aufmachen, weil sie Angst haben vor Strafen, dass sie Strafe zahlen müssen, eventuell ins Gefängnis müssen. Nur weil es die Nazis in der Regierung sagen, es ist jetzt so wichtig, dass wir uns vollkommen beschneiden, massakrieren gegenseitig. Das ist auch das Trauerspüren. Hey, die Gesellschaft von uns sind echte Idioten und eine Mischung aus Arschlöcher geworden. Die, was Bescheid wissen, trotzdem mitspielen, sind die Arschlöcher und die, was sie von ORF echt indoktrinieren haben lassen, dass der Killer-Virus unterwegs ist, sind die Idioten. Wer gibt's euch den Irrsinn da? Alles zu. Wie bescheuert kann man das sein und sich seine eigene Gesellschaft abschaffen? Ha? Wer hat denn eigentlich nur Eier in den Sack oder in die Steck? Ha? Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ich sehe euch heute bei der Demonstration. Ich hoffe, ich sehe euch jeden Tag zumindest irgendwo in Aktion zu treten. Verbalen Tacheles abzuliefern. An jeden Kontrolleur als das zu bezeichnen, was er ist. Ein Gestapo-Anwärter. Wir können ja nichts dafür, dass wir die Wahrheit sagen, wenn es die anderen wehtut. Aber schaut euch einmal das an. Ist das nicht arg? Ist das nicht eine Frechheit? Wisst ihr, was das den Standeln kostet? Das Auf- und Abbauen. Für die paar Tage, wo die dann ein Geschäft da gemacht haben. Was gescheiter gewesen, die waren daheim geblieben. Ja, die verfickten Regeln da, gell?